Endlich ist es soweit. Nach Jahren der Ankündigung seitens Samsung ist das erste QD-OLED-Panel in unser Labor gekommen. Wir haben Europas ersten Test machen dürfen damit und sind im Labor und im Screening-Raum auf sehr interessante Ergebnisse gekommen. Es handelt sich um Samsungs GQ65 S95B. B heißt, dass er ein 2022er Modell ist und das S steht für die QD-OLED-Serie, also Quantum Dot mit OLED gemischt. Ganz neue Paneltechnik. Samsung hat die größte Investition der TV-Geschichte in neue Panelfabriken getätigt, ist also sehr, sehr zuversichtlich, dass dies hier die Paneltechnologie der Zukunft ist. Aber was unterscheidet denn die QD-OLED-Technik von den normalen OLEDs, die wir die letzten 10 Jahre lang lieben gelernt haben? Jetzt hat Samsung ja mit der Quantum Dot-Technik bei LCD-Fernsehern Riesenerfolge gefeiert in den letzten Jahren. Ja, aus LCD-Fernseher wurden QLED-Fernseher durch so kleine Quantum Dot-Nanokristalle. Und die sind nämlich in der Lage, Licht nicht zu filtern, also schlechte Frequenzen, schlechte Farben wegzunehmen und in Wärme umzusetzen, sondern Licht umzuwandeln. Das heißt, aus weißem oder blauem oder irgendwelchem Licht wird dann Grünes gemacht, und die Energie wird zusammengefügt und nicht einfach nur weggeschmissen. Ist viel effizienter als Filter, und durch diese Quantum-Dot-Nanotechnologie kriegt man besondere Effizienz hin, kann hellere Panels machen und die auch sehr viel farbreiner machen. Der geniale Trick ist jetzt, dass Samsung in der QD-OLED, Quantum-Dot-OLED-Technik, beides vereint. Auch hier sind blaue OLEDs die Basis. Allerdings wird für grüne Pixel dann ein grünes Quantum-Dot-Element draufgesetzt und für rote Pixel ein rotes Quantum-Dot-Element, dass das blaue Licht sofort in rotes und grünes umwandelt. Und dann haben wir Rot, Grün und Blau viel, viel schneller und effizienter als mit der herkömmlichen Technik. Natürlich ist der eigentliche Panelaufbau Geheimsache, ein Betriebsgeheimnis. Und man munkelt, dass dann auch noch Farbfilter draufkommen und dass sowieso nicht nur eine blaue OLED-Schicht da ist, sondern zwei, drei oder vier, um höhere Leuchtstärken erzeugen zu können und das Einbrennen zu vermeiden. Und Samsung hat es tatsächlich damit geschafft, den Farbraum, das Farbvolumen nochmal deutlich zu vergrößern und die Helligkeit von OLED auf die Spitze zu treiben. Aber wenn wir vorne anfangen, sehen wir erstmal einen Fernseher vor uns und natürlich ist das ein toller Samsung-Fernseher. Das heißt, er basiert auch auf den sehr intelligenten Chips zur Bildverarbeitung und hat jede Menge Smart TV und Features mit an Bord. Halt das, was wir alles von den tollen QLED-Fernsehern von Samsung kennen, bis hin zu Kameraanschluss, um sich selbst beim Sport zu filmen, einer PC-Fernkontrolle, allen Video-on-Demand-Apps, die man sich nur vorstellen kann. Also an Smart TV und Features kann man wochenlang mit dem Gerät neue Sachen erfahren. Schaut man sich das Panel jetzt in unserem Labor durchs Mikroskop und über Spektrometer an, sieht man schon einige sehr ungewöhnliche Eigenschaften, die auf diese Innovation hinweisen. Als erstes ist die Pixelstruktur völlig anders, als wir das von jedem Fernseher kennen. Normalerweise sind immer rote, grüne, blaue Pixel nebeneinander in einer Reihe. Klassische OLEDs addieren noch ein weißes Pixel. Der Samsung QD-OLED, das Panel, hat allerdings eine Zeile, die komplett grün ist und da dann Zeilen, die rot und blau sind, also wird das auch noch zeilenmäßig angeordnet. Hat eine besonders große Effizienz des Panels. In einigen Tests von Computermonitoren wurden aber Farbsäume erkannt. Man muss aber allerdings sagen, wenn man in der richtigen Sehentfernung wegsitzt, darf man ja eh keine Pixel und erst recht keine Subpixel erkennen. Also ab 1,50 Meter Entfernung vor dem 65 Zöller sind diese Farbsäume nicht mehr zu erkennen mit dem bloßen Auge. Und um den größtmöglichen Farbraum zu erzeugen, musste Samsung die Grundfarben Rot, Grün und Blau nochmal im Spektrum etwas auseinanderziehen. Also das Rot ist so knalltief Infrarot, wie es bis jetzt noch
kein Fernseher hatte, den wir jemals gesehen haben. Das Grün besitzt eine große Reinheit durch Quantum Dot und Blau ist weil es ein OLED-Emitter ist, schon sehr, sehr rein. Also wir haben hier den farbreinsten Fernseher, auch für HDR-Farbraum, den wir jemals gesehen haben. Die aktuelle Referenz des BT2020 HDR-Farbraums bei Fernsehern, wie wir sie bis jetzt kennen, liegt bei ungefähr nur 75-80% Abdeckung dieses gigantischen HDR-Farbraums. Unser Samsung hier war der erste, der nicht nur 10% mehr hat, sondern der über 90% Abdeckung des Sollfarbraums von HDR hatte. Das ist eine ganze Klasse mehr als alle Fernseher, die bis jetzt haben. Knackpunkt bei der Sache ist allerdings, dass natürlich auch Studiomonitore oder die Kinotechnik noch gar nicht mal auf dem Stand ist wie dieser QD OLED. Das heißt, im Moment wird alles, was wir selbst auf Ultra HD Blu-rays haben, wird in einem verringerten Farbraum produziert, nämlich dem DCI Kinofarbraum. Dieser Fernseher kann deutlich mehr und es ist auch abzusehen, dass in den nächsten Jahren die Technik sich weiterentwickelt und auch die Studiotechnik, die Kinotechnik besser wird. Und erst dann kann der Fernseher hier richtig zeigen, was er kann. Um das ein bisschen zu beschleunigen, hat Samsung jetzt natürlich ein paar Enhancements eingebaut und nimmt sogar den schon großen Kinofarbraum und bläst ihn noch ein bisschen auf. Das wird im Netz gerade sehr, sehr kontrovers diskutiert. Und ich finde, solange das im Standardmodus oder im normalen Kinomodus passiert, ist das völlig okay. Der Fernseher ist halt noch ein bisschen bunter. Hauttöne sind dabei tatsächlich nicht stark angetastet, sondern wenn man so Neon-Schilder sieht beispielsweise, werden die noch mal etwas farbfroher dargestellt. Im Filmmaker-Modus, der ja im Studio Master Monitor entsprechen sollte, haben wir bei dem vorserien Modell von Samsung auch ein bisschen ein Enhancement feststellen müssen. Da diskutieren wir gerade, ob das nicht vielleicht noch sich verbessern lässt, damit dieses Gerät wirklich der Studio-Standard der Zukunft werden kann. Was andere Parameter des Bildes angeht, Banding, Quantisierung, Dirty Screen Effekt, Ausleuchtung, ist dieses Panel wirklich super gut. Also das ist mit das Beste, was wir jemals gesehen haben. Da hat Samsung sich absolut nichts nehmen lassen. Besonders was die Quantisierung betrifft, also die Darstellung verschiedener Bit-Ebenen, wird hier super sauber gearbeitet. Es gibt überhaupt kein Banding, keine Quantisierungsfehler und auch nahe Schwarz gibt es keine Farbfehler und es wird alles super normgerecht dargestellt, ohne Fehler. Klassische Inhalte wie normale Blu-rays oder sogar Fernsehinhalte stellen für moderne Displays überhaupt keine Herausforderungen mehr dar. Das hat auch natürlich dieser Samsung-Fernseher voll im Griff. Da ist als Stärke natürlich wieder zu sagen, dass Samsung sehr gute Algorithmen hat, um Quellfehler auszugleichen. Das heißt, wenn eine Quelle kommt, die Pixelfehler hat, die Moskito- oder Block-Artefakte hat, Banding, rechnet der Samsung-Prozessor das super gut raus und verbessert diese Quellen nochmals. Finde ich auch überhaupt kein Problem. Also ich möchte bei einer schlechten YouTube-Streaming-Wiedergabe nicht unbedingt die Blöcke sehen, die einfach durch die schlechte Produktion kam. Da schönt der Fernseher was und da ist es auch völlig okay. Jetzt hatte Samsung auch lautstark angekündigt, dass dieses Gerät der hellste und brillanteste OLED-Fernseher aller Zeiten werden wird. Ja, wir haben über 1500 Nits nachmessen können, aber das wirklich nur bei sehr, sehr kleinen Flächeninhalten und auch nicht so wirklich stabil über die Zeit. Klar wollte Samsung hier nochmal eine neue Standard setzen, aber gerade bei OLED ist es gut, die Maximalbrillanz etwas im Zaum zu halten und nicht wirklich super helle Inhalte lange Zeit stehen zu lassen. Die Gefahr des Einbrennens ist gerade bei so einer neuen Technik nicht von der Hand zu weisen. Das wird aber erst die Zeit zeigen, wie sich da der QD OLED verhält. Im Moment, die ersten Tests für Residual Image, also Geisterbilder, waren äußerst positiv. Aber erst nach Wochen, wie gesagt, kann man die Langzeittests wirklich bewerten. Das Gerät macht über 1000 Nit stabil
längere Zeit und in astreinen Farben. Das steht fest, also das Farbvolumen ist enorm und auch gut unter Kontrolle. Aber natürlich haben wir uns Samsungs neues Schmuckstück nicht einfach nur angeschaut, Film geguckt, gezockt, sondern wir waren über eine Woche mit ihm in unserem Labor und haben alle Messungen, die wir auch nur konnten, mit ihm angestellt. Und das schauen wir uns jetzt mal an. Jetzt sind wir im Schwarzraum von Video, also unserem Messlabor, wo wir jedes Gerät Hunderten und Aberhunderten von Messungen unterziehen, aber auch Shootouts machen. Also bis zu 8 Geräte gleichzeitig mit 4K HDR versorgen oder Tuner-Signalen oder was auch immer. Aktuell haben wir unseren Referenz-OLED aufgebaut, das ist ein LG aus dem Jahr 2020. Natürlich kein ganz fairer Vergleich mit Samsungs GQ65S95B, also dem neuen QD-OLED. Als Referenz für Helligkeit haben wir hier noch einen QLED-Fernseher von Samsung, nämlich den Neo QLED 95. Der ist das Beste und Hellste, was wir gerade in LCD-Technik kennen, und wollen mal sehen, ob der nicht vielleicht auch in den Farben oder Helligkeit mit dem QD-OLED mithalten kann. Nur mal ein kleiner Auszug aus unserem Messequipment, was wir hier haben. Farbmessungen machen wir mit der Software Kalman Business von Portrait Displays. Als Spektrometer dient Konica Minolta CS2000, das allein 25.000 Euro kostet. 4.000 Euro kostet unser neuer Gaming-PC von Dubaro mit einer Nvidia RTX 3090, also das schnellste und beste, was man zum Zocken gerade bekommt. Da können wir alles mitmachen, was man heute zum Gaming braucht. Natürlich haben wir auch eine PS5 und eine Xbox Series X da. Dazu natürlich noch Sensoren für Latenzzeit, Lichtmessungen, für Geschwindigkeit, Responsezeit, alles, was man sich noch vorstellen kann. Und das wird hier massiv an jedem Gerät genutzt. Und mit dem ganzen Equipment schauen wir uns jetzt mal im Shootout hier 3 wichtige Fernseher an. Wir nutzen für unsere Tests eine speziell gemasterte Version der Anfangsszene aus Baymax, wo die Farben bis an die Grenzen hochgetrieben wurden und auch der Brillanzumfang bis 10.000 Nits theoretisch genutzt wird. Man sieht hier wunderbar, dieser Port of San Francisco ist extrem knalltiefrot, hat bei normalen DCI Panels einen starken Orangeton. Jetzt bei dem QD-OLED ist er so rot, wie man es wirklich noch nie gesehen hat, so tiefrot. Neonfarben sind natürlich immer im HDR-Farbraum sehr weit außen. Da muss man Differenzierungen erkennen können zwischen verschiedenen Grundtönen, also knallrot neben superrot. Hier haben wir tatsächlich eine Szene, wo die 10.000 Nits Mastering nahezu genutzt werden, wo jeder Fernseher ins Clipping muss. Und wir sehen wunderbar, dass der QD-OLED sehr viel heller ist als der klassische OLED, aber der QLED-Fernseher rechts noch etwas heller kann. Der hat ja 2.000, 3.000, 4.000 Nits Maximalhelligkeit. Und das sind halt dann die oberen Bereiche in Spitzlichtern, die der einfach leisten kann. Bei allen OLED-Fernsehern wird momentan Blau durch OLED erzeugt. Deswegen sind die Blautöne eigentlich überall super rein, sehr, sehr schmalbandig in der Frequenz. Der große Unterschied bei QLED ist aber, dass Rot und Grün durch Quantum Dots erzeugt werden. Das heißt, Rot und Grün können sehr viel farbsatter und kräftiger sein. Sieht man sehr gut bei der Farbe des Autos. Hier wird Potenzial geboten für die nächsten Jahre, dass das Mastering viel kräftiger und bunter werden kann. Und ein QD-OLED-Fernseher wird da immer mithalten können. Allerdings muss man dazu sagen, dass alle 3 Fernseher hier im Filmmaker-Modus eingestellt sind und eigentlich eine sehr, sehr normgerechte Farbwiedergabe haben müssten. Die OLED-Hersteller, die klassischen OLED-Hersteller, nehmen das auch sehr ernst und gehen auch nicht über das, was das Produktionsmaterial definiert an Farben. Samsung möchte jetzt zeigen, dass QD-OLED aber bunter und heller ist und gleicht daher aktuell den Filmmaker-Modus auch noch so ab, dass man immer einen kleinen Vorteil hat, was Brillanz oder Farbstärke betrifft.
Wir haben da sehr, sehr lange ausgiebige Diskussionen mit Samsung geführt. Wahrscheinlich wird zum Serienstart oder mit den ersten Firmwares das nochmal angeglichen, dass der Film-Mode dieses Enhancement bietet, aber der Filmmaker-Mode tatsächlich so gut wird, dass man den im Mastering-Studio einsetzen kann. Was man hier wunderbar sehen kann, ist, dass der Samsung Hauttöne relativ natürlich darstellt, nur leicht, ganz, ganz leicht enhanced, aber Farben, die eh schon satt sind, den tatsächlich nochmal mit einem Kick versieht. Das eigentliche QD-OLED-Panel ist nur wenige Millimeter dünn und sieht natürlich faszinierend aus. Samsungs schmalster, schlankster Fernseher, den die bisher gebaut haben. Die ganze Elektronik und Sound steckt natürlich im Korpus mit drin. Der ist dann mit 4 cm aber auch schön schlank. Allerdings insgesamt nicht so schlank wie die Top QLED-Fernseher, die Samsung produziert. Dafür werden die Buchsen hinten mit schönen Klappen versteckt, sehr gut aus dem Gerät herausgeführt. Designtechnisch ist das schon ein Hingucker. Positiv überrascht waren wir auch vom guten Klang des Gerätes. Er hat tatsächlich etwas sattere Bässe, als wir das von den Samsung-Geräten gewohnt sind. Und die sind ja schon relativ gut. Hier ist halt in dem Gehäuse etwas mehr Volumen und den nutzt Samsung exzellent aus für klare Dialoge und wie gesagt, satten Bass. Samsungs innovative neue QD-OLED-Technik hat einiges im Petto und hat uns sogar im Labor viele Überraschungen bereitet. Und wer jetzt denkt, so eine Innovation muss wahnsinnig teuer sein, für den hat Samsung die nächste Überraschung parat. Der 65 Zoll kostet als unverbindliche Preisempfehlung nur 3.300 Euro, liegt damit also mitten in der Oberspitzenklasse normaler OLED-Fernseher. Und da kann er sich natürlich wahnsinnig gut durchsetzen. Vor allem, wenn man bedenkt, dass die wirklichen Highlights, also der wahnsinnig gigantische Farbraum, das große Farbvolumen, die Helligkeit, erst in den nächsten Jahren richtig zur Geltung kommen wird. Auf jeden Fall ist dieser QD-OLED-Fernseher unsere neue Referenz. Alle Male eine Innovation und natürlich ein überragendes Gerät mit der Endnote überragend.